Aus dem gleichen Grund, warum ein Hund an einem Baum brünzelt, um das Revier zu markieren. Mit einfachen Holzkreuzen haben die Bergsteiger Pioniere im 18. und 19. Jahrhundert bei der Erstbesteigung eines Berg kennzeichnet, dass sie die Ersten gewesen sind. Heute will man einfach ein Selfie machen. Die Kreuze haben spätere Bergsteiger-Generationen zwar nicht davon abgehalten, nochmal den gleichen Berg zu besteigen. Hunde lupfen ihr ein Bein auch mit Vorliebe am gleichen Ort wie ihre Vorgänger. Aber die Genugtuung, einen schon mal bestiegenen und bekreuzigten Berg zu besteigen, war natürlich nicht mehr die gleiche. Das mit dem Gipfelkreuz nur auf einen primitiven animalischen Trieb zu reduzieren, wäre dann aber vielleicht doch ein bisschen zu einfach gefasst. Es hat durchaus auch noch eine höher entwickelte Motivation gegeben, Gipfelkreuz zu errichten. Die Gottesfurcht. Früher hat man dem hier oben noch Danke gesagt, wenn man samt dem Kreuzbaukasten heil auf dem 4000er geschafft hat. Was Bergsteiger-Pioniere im goldenen Zeitalter vom Alpinismus angestoßen haben, ist in den folgenden Jahrzehnten übrigens in einen regelrechten Gipfelkreuz-Hype ausgeartet. Bald ist fast auf jedem mehr besseren Moränenhügel so ein Töckel aufgestellt worden. Der Kreuzzug der Gipfelkreuz ist mittlerweile ein bisschen ins Stocken geraten. Nicht weil Gipfelkreuzgegner, die sich an der religiösen Brandmarkung der Berge stören, sich politisch durchgesetzt hätten, auch nicht weil die Gipfelkreuz-Euphorie nachgelassen hat, sondern weil man heute eine Baubewilligung braucht, um so ein Kreuz aufzustellen. Da haben die Hunde schon viel einfacher. So ist das. Adieu miteinander.